Name ist Ingo Zschäpe. Ich bin Leiter der Stadtbücherei Norderstedt und ich koordiniere das Projekt der Neubau Bildungshaus. Ja, wenn ich vom Bildungshaus träume oder wenn ich es mir träume, was wir in den nächsten Jahren hier in Norderstedt bauen werden, bin ich überrascht von der Atmosphäre, von den Menschen, die dort schon sind und die ich dort treffen kann, von den Angeboten, die ich da habe und welche Möglichkeiten mir dieses Haus bietet. In vielen Städten werden Bibliotheken wie eine Institution gedacht und hier passiert eigentlich gerade was Neues und das ist eigentlich das, was uns reizt, auch überhaupt an Gebäuden sich mit neuen Sachen zu beschäftigen und wirklich was Neues zu schaffen. Wir wollen, dass dieses Haus eine Einheit bildet, also dass das Gebäude und die Einrichtung eine Einheit bilden und eine Botschaft geben in die Stadt. Wir wollen ein offenes Haus schaffen, das die Bürger gut finden, fantastisch finden, es gerne nutzen und in der wir unsere Dienstleistungen gerne und überzeugt anbieten können. Was es aber inhaltlich unglaublich interessant macht und besonders macht, ist, dass hier die Volkshochschule, die Bücherei und das Stadtarchiv gemeinsam ein Haus gestalten, eine Idee verfolgen, in allen Arbeitsgruppen gemeinsam arbeiten, eine Vision entwickelt haben, in der ganz klar gesagt ist, dass der Bürger im Grunde nicht unterscheiden können muss, wer welchen Beitrag leistet, sondern das Gesamterlebnis Bildungshaus im Vordergrund steht. Dieser Workshop, den wir mit Art Voss gemacht haben, der hat uns diese Realität, das Konkrete etwas näher gebracht. Und das Schöne war, dass ich nicht alleine dort saß, weil das wäre für mich eine Überforderung gewesen. Und es saßen die Kollegen mit dabei, Mitarbeiter, es saßen die verschiedenen Einrichtungen dabei. Und wir haben gemeinsam überlegt, wie wir die Ideen, was wir in dieses Haus hineinbringen wollen, wie wir das in dieser Fläche unterbringen wollen. Wenn wir uns beschäftigen mit dem Interieur, ist das Wichtigste, um zu entdecken, was die Bedürfnisse der Kunden, der Nutzer sein. Also wir arbeiten mit zum Beispiel Kartenspielen zusammen mit den Bürgern und Nutzer in Norderstedt. Und wir befragen auch die Mitarbeiter und die Mitarbeiterinnen, weil die sehr, sehr nah an der Nutzer heran sind. Also die Nutzerbedürfnisse sind für uns das wichtigste Leitzahl, die wichtigste Richtungweiser, wenn wir unseren Entwurf schaffen. Man wird von dem Bildungshaus auch über Norderstedt hinaus in Deutschland sprechen, weil es so eine Einrichtung, die als etwas Neues funktioniert, noch nicht in Deutschland gibt. Also es gibt zwar Häuser, da sind Archiv, Museum oder Volkshochschule oder Bücherei zusammen, aber es gibt noch keine Häuser, in denen alle drei Institutionen hinterher versuchen, etwas Neues gemeinsam anzubieten. Und aus Sicht des Archives bietet sich die Möglichkeit, das Wissen, was in der Stadt vorhanden ist, sichtbar zu machen und dadurch ein Stück zur Identität der Bürger mit ihrer Stadt beizutragen. Das Besondere an diesem Haus wird aus Sicht der Volkshochschule sein, dass Lernen transparenter wird. Es nicht mehr so sein wird im klassischen Sinne, ich verschwinde in einem Seminarraum und bekomme da meinen Input, ob ich Sprachen lerne oder einen Literaturkurs mache, sondern es wird offener sein. Es kann sein, dass dieser Literaturkurs nicht hinter verschlossenen Türen stattfindet, sondern im offenen Bereich, in einer gemütlichen Sitzecke, in die man sich zurückziehen kann und diskutieren kann. Es wird kommunikativer und transparenter werden. Also das Herausragende für mich, was in der Workshop-Woche passiert ist, ist, dass wir angefangen haben mit den Bedürfnissen der zukünftigen Nutzer des Bildungshauses und mit den Bedürfnissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dort sind, und dann herausgearbeitet haben, was wir alle wollen, was wir gemeinsam wollen. Und daraus hat Art dann konzipiert, wie so ein Haus aussehen müsste.
Und dabei haben wir festgestellt, dass nicht alles, was wir vorher gedacht hatten, umsetzbar ist und haben es geändert. Und weil wir wussten, warum wir es ändern, weil es nämlich das ist, was wir alle gemeinsam wollen, war das letzten Endes gar nicht so schwer. Das war eine ganz tolle Erfahrung.